Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin nun einige Tage schon wieder zurück von meiner Wolfsburg-Tour. An meinem letzten Tag habe ich vor Ort keine Aufnahmen gemacht, beziehungsweise keine Einsprecher gemacht. Und das möchte ich jetzt in diesem Video nachholen. Aber erstmal schaut ihr euch diese paar Szenen an, das sind nicht viele, und dann werde ich euch dazu was sagen. Alles klar, denn bis gleich. So, ich bin nun schon seit einigen Tagen wieder aus Wolfsburg zurück und bin gerade bei schönstem Wetter endlich mal wieder am Rande des Nationalparks unter dem Odertal unterwegs, meine Heimat. Ich möchte mit diesem Video eine kleine Zusammenfassung von meiner Wolfsburg-Tour machen und werde dazu immer wieder mal anhalten und dann jeden Tag einzeln aufnehmen und am Ende wird es dann ein Gesamtfazit geben. So, ich werde dann mal zu meinem nächsten Punkt fahren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann kommen wir mal zum ersten Tag meiner Tour. Wie ich ja in dem Video vom ersten Tag schon gesagt habe, war das so, dass ich am ersten Tag besser durchgekommen bin, als ich überhaupt gedacht habe.
Und dann habt ihr ja gesehen, ich bin ja dann noch weitergefahren. Das war ein bisschen viel von den Kilometer her, aber ich habe es ja überlebt. Tag 1 war das Wetter doch recht schön gewesen, also um nicht zu sagen perfekt. Was mich natürlich gestört hat, das hatte ich ja auch schon gesagt in dem Video, der Campingplatz, der war für mich einfach zu teuer. Für dieses Angebot, ja, wo ich mir dann sage, warum soll ich Angebote, was Familien nutzen, mitbezahlen für Radler mit Zelt, war ein Festpreis, also da war nichts zu machen gewesen. Und wie sich ja später bei den anderen Campingplätzen gezeigt hat, geht es auch billiger. Ja, dann waren ja neben mir vier so eine Partytypen, die da, ich glaube, bis 1.30 Uhr oder so gequatscht haben, gesoffen haben. Und schön ist definitiv anders. Dann haben sie in unmittelbarer Nähe von meinem Zelt Fußball gespielt, auf diesem Campingplatz direkt, obwohl es weiter hinten eine schöne große Wiese gegeben hat. Aber ja, dann hätte man ja laufen müssen. Und da lag ich dann schon im Zelt und ich hatte mitbekommen, dass auch gegen mein Fahrrad geschossen wurde. Und da hatte ich dann doch einen kleinen Brüller lassen müssen, was scheinbar gewirkt hat, weil die haben dann anschließend aufgehört mit dem Fußballspielen. Das war auch nicht so schön und es gab auch keinen Wachdienst auf diesem Campingplatz, der da hätte irgendwie reagieren können. Wie ich schon gesagt habe, schön ist definitiv anders. Ansonsten von der Lage her war der Campingplatz soweit ganz in Ordnung gewesen. An diesem See, den blende ich mal unten gerade ein, wie der heißt, war eine schöne Stimmung gewesen. Ich bin dann noch runtergegangen, konnte auch noch Foto machen zum Sonnenuntergang. Sonnenaufgang hat nicht funktioniert, weil dann am nächsten Morgen das Wetter leider schon nicht mehr mitgespielt hat. Ja, so viel zum ersten Platz, zum ersten Campingplatz. Und für mich jetzt erstmal weiter und dann erzähle ich euch was vom zweiten Tag und vom zweiten Campingplatz. Dann bis gleich. So, zum zweiten Tag. Am zweiten Tag hatte ich echt viel Wind, Gegenwind, also der war wirklich heftig. Wie ich in dem Video ja schon gesagt habe, bin ich am ersten Tag weitergekommen mit den Kilometern, weil es eben so gut gelaufen ist. Das hatte ich dann am zweiten Tag aufgebraucht, weil, wie ich ebenfalls auch schon im Video gesagt habe, der Wind war einfach so heftig, dass ich nicht noch weiterfahren wollte. Und damit hatte ich die Kilometer halt aufgebraucht. Das Gute war eben, dass ich den Tag davor mehrere Kilometer oder Kilometer weitergefahren bin. Das hat die Sache natürlich an dem Tag dann deutlich besser gemacht. Die Unterkunft war sehr angenehm, war klein. Ich mag ja eher die kleineren Campingplätze und Unterkünfte, so Wander, Rastplätze. Das ist mir deutlich angenehmer. In Tangermünde war das. Und ja, schöne Altstadt hatten sie dort gehabt in Tangermünde. Und wofür ich mich bei diesem Ruderclub in Tangermünde noch bedanken möchte, ich hatte dort wie auch immer mein altes Handy verloren, was ich immer zur Navigation nutze. Ich habe es nicht wiedergefunden, ich weiß nicht, wo ich es habe liegen lassen. Auf jeden Fall nach einem Telefonat haben sie mir dieses Handy zugeschickt und dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken. Die Auslagen für das Päckchen, die habe ich denen natürlich überwiesen, ist ganz klar. Das gehört nun mal dazu. Ja, so für mich jetzt weiter in Richtung Stützko und dann sehen wir uns bei dem nächsten Punkt wieder und dann kommen wir zum Tag 3.
So, kommen wir zum Tag 3. Habe ich gesehen, ich muss ja noch eins mehr machen, weil den vierten Tag, da habe ich euch noch gar nichts zu gesagt. Werdet ihr dann nur die Videos sehen, beziehungsweise habt sie gerade gesehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum dritten Tag. Am dritten Tag gab es wieder Wind. Der Wind war zwar nicht so extrem und auch nicht so lange wie am Tag zuvor, aber es war mal wieder mehr, als der Wetterdienst vorausgesagt hat. Aber die Strecke war gut und somit hatte ich da nicht ganz so ein zeitliches Problem, wobei ich doch schon später angekommen bin, als ich wahrscheinlich für die Strecke sonst gebraucht hätte. Ohne irgendwie zwischendurch zu trödeln. Am dritten Tag habe ich den Instagrammer Yogi Weckerle getroffen. Der hat mir, also wir sind auf dem Radweg uns entgegengekommen und er hatte mich dann erkannt. Ich habe ihn nicht erkannt, ich gucke nicht nach so weit. Von daher war ich sehr überrascht, er hat es mir angemerkt. Und getroffen hatte ich ihn kurz vor Hottendorf und er ist die Altmarkt-Tour gefahren. Ja, wir haben kurz gesprochen und es war schön gewesen, dass man auch so was mal unterwegs erleben kann. Und er gab mir noch den netten Hinweis, damit ich auf meiner Tour dort nicht allzu viel Verpflegung mehr finden werde. Da gibt es halt eine kleine Lücke und die habe ich mir dann in dem nächstgroßen Ort, habe ich mir da Essen gekauft. Denn gut, in Wolfsburg selber am Campingplatz dort, das war ja unmittelbar vor der Stadt Wolfsburg, hätte ich noch was bekommen. Aber ist ja immer so eine Sache und von daher, er wusste, er kannte ja nun nicht genau meinen Weg, aber von daher war das schon ein netter Tipp gewesen von ihm. An der Unterkunft wurde ich nett empfangen. Preis war genauso wie in Tangermünde, war ein großer Campingplatz. Das ist das, was ich gesagt habe vorher schon. Es gibt auch Campingplätze, da geht es günstiger. Die Lage war gut gewesen zwischen dem Mittellandkanal und den Ahlersee, glaube ich, heißt er. Sollte das falsch sein, werde ich es einblenden, wie er richtig heißt. Ja, war recht nett gewesen. Das Einzige, was mich da so ein bisschen gestört hatte, der kleine Platz, der Campingplatz, den ich dort gesucht hatte, die hatten zwei Flächen für Zelte. Vorteil war unmittelbar neben den Toiletten. Nachteil war, dass an diesen Toiletten, Gebäude, Toiletten, Dusche, Küche, was da alles halt so drin war die ganze Nacht Licht an. Und nicht gerade wenig, also das war schon doch recht viel. Aber gut, es ist nun mal nicht alles perfekt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war es recht angenehm. Dort traf ich noch eine Mama mit ihrer Tochter. Und die Mama, die hat mich dann noch fotografiert, weil vor den Bädern dort standen Sitze vom VfL Wolfsburg. Und da habe ich mich drauf von ihr fotografieren lassen. Sie war auf dem Weg mit ihrer Tochter zur Ostsee mit Zwischenstopp in Wolfsburg, die sind mit der Bahn gefahren. Solltet ihr zufälligerweise dieses Video hier sehen, Grüße und ich hoffe, ihr hattet dort an der Ostsee bei Oma und Opa einen schönen Urlaub gehabt. Jetzt geht es dann für mich weiter in Richtung Stützko und da werde ich mir dann nochmal ein Plätzchen irgendwie dazwischen suchen und vom vierten Tag erzählen. Und dann ist mein eigentliches Ziel der Aussichtsturm in Stützko. Ich hoffe, da komme ich hin, weil die Polder sind aufgrund von ASP, dieser afrikanischen Schweinepest, eingezäunt, weil man hier Massen an toten Wildschweine gefunden hat mit ASP. Und deswegen hoffe ich, dass zumindest dieser Bereich bis zum Aussichtsturm in Stützko, den ich von hier aus schon sehen kann, bis zum ersten Einlaufbauwerk in dieses Poldergebiet, dass dieser Weg dort frei ist. Ich hoffe, wenn nicht, ihr werdet ja sehen, ob ich da hinkomme oder nicht. Sollte das gesperrt sein, dann ist es so, dann fahre ich da auch nicht hin. Ich bin zwar ein Gegner von diesen Zäunen, das ist aber eine andere Geschichte. Trotzdem werde ich nicht illegal handeln und mich an diesen Zäunen vorbeischlängeln oder was auch immer. Also, wie gesagt, ihr werdet es sehen. Gut, wie gesagt, für mich jetzt weiter in Richtung
Stimmt's gut. Dann bis gleich. So, jetzt habt ihr gesehen, was meine eigentlichen Punkte in Wolfsburg gewesen sind. Zu meiner Tour war es einfach so gewesen, ich habe mich recht spontan dazu entschieden, also mehr oder weniger recht spontan, weil meine Tochter und ich, wir sind so ein bisschen Fan der Frauen vom VfL Wolfsburg. Und so habe ich mir einfach die Strecke quasi einmal quer rüber gelegt und da bot sich das eben an, von Eberswalde bis nach Wolfsburg zu fahren. Ich wollte einfach nur beim VfL ein paar Videoaufnahmen machen und irgendwann wird es dazu kommen, damit meine Tochter und Ecke und eventuell meine Frau, aber die interessiert sich da nicht so für, dass wir mindestens wir beide einfach mal nach Wolfsburg fahren und uns diese Sache genauer anschauen und die Frauen denn dort auch besuchen werden. Inwieweit, ob es dieses Jahr noch was wird, nächstes Jahr, kann ich überhaupt nicht sagen. Ihr werdet es dann vielleicht bei Instagram mit Bildern sehen, aber es wird auf jeden Fall noch dauern. Das ist jetzt demnächst noch nicht geplant. Ja, ihr habt gesehen, das Stadion von den Frauen, die AOK Arena, das ist das Stadion der VfL Frauen und in unmittelbarer Nähe, in greifbarer Nähe, ist die große VW-Arena, in der meistens die Männer des VfL Wolfsburg spielen. Die Frauen dürfen in diese große Arena auch hin und wieder mal rein, wenn sie gerade zum Beispiel gegen die Frauen vom FC Bayern spielen, weil da ist der FC Bayern Frauen und die Frauen des VfL Wolfsburg sind die Favoriten in der Frauen-Bundesliga. Und da ist dann das Stadion doch recht voll. Ja, das war mein eigentliches Ziel. Meine Fresse, sind ja auch ein paar Fliegen jetzt. Ja, wie gesagt, das war mein eigentliches Ziel. Ich wollte ein paar Tage raus. Das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, wie ich es mir erhofft habe. Aber es ist halt, wie es ist. Es lässt sich nun mal nicht ändern, das Wetter. Trotz alledem, trotz Wind und so weiter und so fort, war eine schöne Tour. Es hat Spaß gemacht. Besonders der kleine Platz in Tangermünde, der hat mir sehr gut gefallen, weil dieses Ganze drumherum war angenehm, dieses Ambiente und die Altstadt von Tangermünde, zumindest das, was ich noch gesehen habe. Ich habe mir in Tangermünde, war ich ja rechtzeitig gewesen, auch noch eine Pizza zum Abendbrot gegönnt und die war auch recht lecker. Ja, so viel erstmal zum letzten Tag. Jetzt werde ich erstmal weiterfahren und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Abschlussfazit, wobei ich jetzt Tangermünde schon mit erwähnt habe, was ja eigentlich in Abschlussfazit gehört, aber ist egal. Wie gesagt, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Dann bis gleich. So, ich hoffe, das Akku von meinem Mikro hier macht noch mit. Jetzt also zum Abschlussfazit meiner kleinen Tour nach Wolfsburg. Also die Stadien vom VfL Wolfsburg, die waren doch recht sehenswert. War schon interessant, das einfach mal zu sehen. Ja, auch was sie für die Fans so ringsrum machen, gerade was in der AOK Arena gewesen ist, AOK Stadion, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Die Strecke an sich dorthin, ja, die war soweit okay. Was natürlich gestört hat,
was ich ja auch schon gesagt hatte, war der Wind. Ich hätte natürlich ein bisschen bei der Planung aufpassen können, sollen, müssen, damit ich nicht so viel Bundes- und Landstraßen drin habe. Da habe ich halt nicht drauf geachtet. Ich habe eingegeben von bis, bin zwar die Strecke abgegangen, nochmal reingezoomt und mir angeguckt, aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Denn an so einer Bundesstraße zu fahren, Landstraße zu fahren, das ist nicht gerade schön, das ist einfach zu laut, zu unangenehm. Aber ja, das ist nun mal so gewesen. Oh Gott, hat mich gestochen jetzt. Bisschen kurios war der Bahnhof in Wolfsburg. Wenn man auf einem anderen Bahnsteig wollte, musste man wie an vielen Bahnhöfen mit einem Aufzug fahren. In diesem Aufzug hat mein Fahrrad aber überhaupt nicht reingepasst. Also es war einfach zu lang. Selbst wenn ich das Vorderrad quer genommen hätte oder wie auch immer, es war einfach zu lang. Es hat nicht reingepasst. Ich hätte dann die Packtaschen alles abnehmen müssen und über die Treppe runtergehen müssen. Da nicht ganz ersichtlich war, zu welchem Bahnsteig ich musste, zum Glück brauchte ich nicht durch den Tunnel oder so, aber es war halt ein bisschen blöd ausgeschildert. Um das rauszubekommen, bin ich an die Info gegangen. Und die Dame dort, die war nicht gerade sehr freundlich. Ich bin nur rein, man sah mir an, damit ich eine Frage hatte und sie gleich nochmal ziehen. Ja? Habe mich davon nicht abbringen lassen, habe ihr trotzdem die Frage gestellt, wie ich denn auf das andere Gleis komme. Ich möchte da zu diesem Bahnsteig hin und das ist ja der Aussicht. Da müssen Sie nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Das ist gleich hier hinter mir beide. Also die Art und Weise fand ich überhaupt nicht in Ordnung. Das ist scheinbar der Kundenservice der Deutschen Bahn, denn diese Servicestation, die wird von der Deutschen Bahn betrieben. Aber jetzt, dann ist es so. Weil ich auch schon mehrfach gesagt habe, der teuerste Platz war definitiv nicht der beste Platz. Es geht halt immer besser, werde ich versuchen, das nächste Mal einfach darauf zu achten, wenn ich auf solche Touren bin. Und was ich auch schon gesagt habe, ich mag dann doch eher die kleineren Campingplätze, die Wasserwander-, Rastplätze. Ist mir einfach angenehmer. Diese ganze Trubel und drumherum, das ist alles nicht so meins. Wie gesagt, ich mag eher die ruhige Lage und darauf werde ich mich auch konzentrieren zukünftig. Ja, Campingplätze auf dieser Tour waren sehr rar. Es waren nicht viele gewesen, also ich hatte nicht viel Optionen. Ist halt manchmal immer ein bisschen schwierig, gerade was mein Zelt angeht. Zelt wird scheinbar immer weniger, es wird scheinbar mehr Wohnwagen und Wohnmobil bevorzugt. Hat man wahrscheinlich nicht ganz so viel organisatorisch zu machen, weil jeder Wohnwagen und jedes Wohnmobil hat eigene Toilette und so weiter und so fort. Ist nur meine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja, das soll es zu dieser Tour gewesen sein. Jetzt am kommenden Wochenende habe ich vor, den Rest des Oder-Neiße-Radweges zu fahren, von Anklam auf die Insel Usedom, wo ich ja im Mai abgebrochen habe, weil das Wetter nicht so prickelnd war. Dieses Wochenende soll das Wetter eben gut sein. Mein Plan ist, Anklam anzusetzen, auf die Insel Usedom zu fahren, damit denn die 12, glaube ich, ist der Oder-Neiße-Radweg, den dann endgültig abzuschließen. Und dann geht es dort an der Promenade auf der Insel Usedom weiter auf den Ostseeküstenradweg. Den werde ich fahren bis Greifswald. Und nächstes Jahr werde ich dann endlich den Ostseeküstenradweg ansetzen und werde ihn dann weiterfahren. Insel Rügen bin ich schon rumgefahren. Die kann ich dann auslassen und somit, wie gesagt, werde ich Greifswald ansetzen und werde dann den Ostseeküstenradweg endlich mal fahren. Ja, gut. Ich werde jetzt hier noch einen Snack zu mir nehmen. Es ist jetzt 10 vor 6. Wie gesagt, werde noch einen Snack zu mir nehmen und dann nehme ich euch nicht mehr mit. Ich werde jetzt zu den Hirschen gehen, in der Hoffnung, heute ein paar Hirsche fotografieren zu können oder einen, wie auch immer. Da werde ich euch nicht mehr mitnehmen, zumindest was biomäßig ist und Komoot, Relief, da nehme ich euch, wie gesagt, nicht mit. Ich werde auch Komoot und Relief an diesen Stellen stoppen, weil ich möchte einfach nicht, dass es so publik wird, auch wenn man die Hirsche zur aktuellen Brunftzeit hört hier im Nationalpark. Werde ich, wie gesagt, die Plätze nicht bekannt geben, wo ich ansetze, um sie zu fotografieren. Es hat halt seine Gründe. Ich möchte einfach schützen, damit es nicht so überrannt ist und alle da eventuell hinrennen und die Hirsche dann damit vertrieben werden.
Gut, ja, dann werde ich mal jetzt einen Snack zu mir sehen. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch für's Zuschauen. Ich hoffe, diese Zusammenfassung und so, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da oder nicht. Lasst einen Kommentar da oder nicht. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr die Seite abonniert. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.